Ja, wir kommen zurück zu Dead Space. Wir hatten ja in der letzten Folge diesen Schaltkreis besorgt. Und jetzt schauen wir mal, was weiter passiert in Dead Space. Computer der Monorail-Steuerung online. So, machen wir das hier mal, das Terminal oder Schiffsweites Monorail Monorail-System wurde aktivieren. reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fährt an der Flight Deck Station ein. Ich würde auch gerne mitfahren. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Jo, Chef. Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Was war? Da jammert er. Da jammert sie. Wir jammern ja nicht. Wir sind Isaac Clarke. Wir haben vorne rechts Angst. Außer der Spieler, der hinter Isaac sitzt. Der hat vor allem Angst. Ja. Ach nö. Ich sollte vielleicht mal das Dolby Digital ausschalten, damit ich nicht höre, dass von wo irgendwas kommt. Vielleicht erschrecke ich mich nicht ganz so sehr. Warum ist denn hier jetzt so dunkel? Jo, ne? Jo, Nebel auch. Da habe ich einen Alfred gesehen. Wir müssen natürlich geradeaus. Ja gut, geradeaus war ja das Schiff. Laufen wir einfach mal. Blockt er mich. Und das einfach wild umgeschlagen. Ich mach dich fertig auch nur mit Federball. Mit deinem Kindergesichter. Ah, da leckt schon wieder die Leiche rum. Von den Viechern. Isaac. Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Jo. Na, was müsst ihr denn großartig machen? Aua. Ja, unser Schiff schaut nicht so toll aus. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh! Welche Lebensform entdeckt? Hüllenschaden bedenklich. Sofort räumen. Nur ein. Das war's mit unserem Schiff. Oh, jetzt weiß auch jeder, dass wir hier sind. Alarm. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Jo. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond!
Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Also da scheißen sie sich an. Hier muss ich kämpfen wie so ein Ruten. Na, das, obwohl ich die Soundeffekte leise gestellt habe, ist das immer noch so unglaublich laut. Was ist denn da los? Yo. Ach so, natürlich rennen wir jetzt wieder zurück. Sie den Fahrstuhl runterfahren und dann sind wir wieder da an der Krüppelstation. Schau mal, etwas kann. Gut, dann sehen wir uns einmal Leben rein. Jo. Und dann sehen wir uns einmal. Also Stasis-Aufladungsteil rein. Ich wollte gerade sagen, es ist voll dunkel jetzt hier. Hopp, 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 hopp. Einmal speichern. Munition können wir immer gebrauchen. Oh. Gehen wir mal dahin. Einfach nur aus Neugier. Auf die Toilette. Schauen wir mal, wer hier so überfallen wurde. Ein großes Medipack. Nehmen wir vielleicht mal mit. Ich weiß nicht, oder auch nicht, weil, ne? Vielleicht wurde eine Frau auf der Toilette überfallen. Auch nicht. Nö, hier liegt nichts. Nichts, außer das große Medipack. In Ordnung. Gut. So. Ja, warum habe ich denn Dead Space angefangen? Weil ich finde, das gehört eigentlich zu einem zu den Klassikern der Spiele. Wie ich finde, hat Dead Space Horror-Szene vom Gaming im Gaming total verändert. Ja, deswegen finde ich, das gehört zu einem Klassiker. Aha. Machen wir mal ein Plasma-Gewehr drauf. Warum nicht? Anzug Level 2. Aha, Medipack. Okay. Munition. Impulsgewehr, Plasmaenergie, ich weiß gar nicht, was das ist. Rote Warnsymbol bedeutet, dass der Munitionsgewehr Ihrer Waffe näher ist.
Was für Munition brauchen wir denn? Hat das dieselbe Munition? Impuls, ja. Ich nehme mal an, dass es dieselbe Munition hat. War jetzt blöd, dass wir die verkauft haben, aber... jo. Also so ein Energieknoten kostet 10.000 Geld. Alter, hab deinen Arsch auf mich. Haben wir auch ein schönes Gewehr. Ah, okay, da war ja was. Na gut, wir haben noch keine weggekriegt. Da haben wir nichts eingesammelt. Richtig. Da haben wir ja keinen eingesammelt. Gut. Jetzt haben wir ein schönes Plasma-Gewehr. Womit wir die Viecher jetzt dann richtig böd. Richtig böse dissen können. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wo wollen wir hin? In Sicherheit. Kapitel 1 Neuzugänge abgeschlossen. Fortschritt speichern. Auf jeden Fall wollen wir den speichern. Okay. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ich sehe nur unseren Schatten. Hintergrund, naja, natürlich liegen hier wieder auch gleich Leichen. Und mit der hin. Wollt ihr abschießen? Alles in Ordnung, McCoy. Oh. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Haha! Habt ihr den hier? Habt ihr den Arm gesehen? Haha! Fail! Oh, meine Freunde. Nee, ich stand jetzt gar nicht, wie ich das benutzen tue. Haben wir nochmal einen Shop? Jo, da haben wir eigentlich. Eigentlich Olis. Okay, mit Minen. Jo. Hätte man sich auch kaufen können. Hätte Fahrradkette. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Wie soll man da vorbei? Ah. Aha. Mit Kreis. Oder mit B ist es ja auf dem. Jo, jetzt habe ich nicht mehr so lange. Jetzt habe ich ein cooles King Kong Gewehr. Was? Schema. Flammengewehr. Flammenwerfer. Schauen wir uns das mal an. Diesen Flammenwerfer. Schauen wir uns das noch an. Okay. Geiler Scheiß. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dead Space. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Diesmal gab es leider nicht viel zum Sehen. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und lasst vielleicht ein Abo oder ein Gefällt mir da. Ciao. Bis zur nächsten Folge von Dead Space.